Hallo und herzlich willkommen in der Comicbude. Heute wieder mit einer Figurenvorstellung. Ich habe nämlich von McFarlane Toys dabei den Soul Crusher. Der ist, meine ich, in der zweiten Spawn Wave erschienen. So sieht der Ganze in Verpackung aus. Hier von der Seite, hier auf der Rückseite nochmal ein schönes Bild. Ich hoffe, es spiegelt nicht zu sehr. Dann haben wir hier ein richtig cooles Artwork auf der Seite. Von oben recht unspektakulär, hier 14 plus, also für Sammler gedacht. McFarlane Toys Logo und ein paar Produktinformationen. Tja, und über den Soul Crusher kann ich euch ehrlich gesagt nicht viel erzählen, da ich selber eigentlich keine Ahnung habe, wer er genau ist. Ich weiß nicht mal, ob er ist er gut oder ist er böse. Vielleicht wisst ihr das, dann könnt ihr mir das gerne mal in die Kommentare schreiben, würde mich sehr interessieren. Normalerweise kaufe ich mir nur Figuren, zu denen ich auch einen Bezug habe. Den habe ich allerdings gekauft, weil ich das Design wahnsinnig cool fand und will jetzt auf jeden Fall auch mal ein paar Comic-Stories mit ihm lesen. Ich hatte eine relativ große Lücke bei Spawn und ich vermute, dass er da irgendwo seinen ersten Auftritt hatte. In dieser Zeit, wo ich eben kein Spawn gelesen habe. Und wie gesagt, Informationen gerne in die Kommentare und ich würde sagen, dann packen wir den Burschen mal aus und schauen ihn uns im Detail an. Bis gleich. So, und da haben wir den Guten schon vor uns stehen. Er hat wie immer, wie man es bei McFarlane kennt, einen Stand dabei. Das haben ja die DC Multiverse-Figuren auch. Der Stand ist auch wirklich schön bedruckt mit so einem Spawn-Schriftzug. Kritikpunkt ist bei mir allerdings, das kritisiere ich auch nur bei den DC Multiverse-Figuren, dass der Stand immer so extra eingeschweißt ist nochmal und nicht so einfach so normal in der Plastikverpackung so mit drin liegt. Denn dadurch kann man die Figuren nicht mehr original verpacken oder in die Originalverpackung zurücktun. Das finde ich ein bisschen schlecht. Außerdem muss man dieses schöne Inlay zerstören, mehr oder weniger, wenn man an diesen Stand rankommen will. Das finde ich ein bisschen schade, weil das hätte ich mir gerne noch im Hintergrund noch aufgestellt. Aber so, wenn es natürlich so ein bisschen kaputt ist, natürlich auch nicht, dann gefällt mir das auch nicht. Das wäre nämlich so ein schönes Diorama ansonsten. Das ist ein bisschen Kritikpunkt. Ich finde es auch cool, wenn sie bei den Spawn-Figuren, ebenso wie bei den DC Multiverse-Figuren, auch noch mal so eine Sammelkarte beilegen würden. Das finde ich auch mal ein ganz nettes Gimmick. Ist aber jetzt nicht weiter tragisch. Und dann schauen wir uns mal die Waffen an, die beilegen. Und da haben wir einmal dieses Sturmgewehr mit aufgesetztem Bajonett. Das ist also richtig schön bemalt und richtig abgenutzt. Das wird richtig cool gemacht. Also da haben sie sich Mühe gegeben, muss ich sagen. Könnte man jetzt auch für DC Multiverse-Figuren benutzen, ebenso wie die Pistole, denn die haben ja dieselbe Größe. Und McFarlane darf ja bei den DC Multiverse-Figuren keine Waffen mehr bei oder keine Schusswaffen mehr beilegen. Ist meiner Meinung nach ein bisschen Quatsch, aber ist halt so. Aber wie gesagt, man könnte diese Waffen auch verwenden für DC Multiverse-Figuren. Also das ist wirklich richtig toll gemacht mit diesem Wash. Fällt mir richtig gut. Ich kann ihm mal eine Knarre in die Hand geben hier. Na, willst du wohl? Ja. So, das Gewehr. Und die Pistole, die kann man ihm dann hier in das Holster stecken. Sieht also richtig, richtig cool aus. Und auch der Soul Crusher an sich mit diesem Schlauch gefällt mir richtig gut. Der Umhang ist wirklich sehr schön gemacht. Ist aus so einem weichen Gummi. Sehr detailliert. Er fühlt sich auch wertig an. Das ist nicht immer selbstverständlich bei McFarlane-Figuren. Die sind ein bisschen günstiger als jetzt die Marvel Legends. Fühlen sich aber in der Regel nicht so wertig an. Bei dem ist es jetzt okay. Beweglichkeit hat er die üblichen bewegliche Zehen. Spagattest, Spagat geht fast und ist wirklich eine sehr, sehr schöne Figur, muss ich sagen, mit vielen Details. Gefällt mir richtig gut vom Design. So, ist mir die Waffe runtergefallen. Wie gesagt, viel Wissen tue ich über den Charakter nicht. Deshalb könnt ihr mir gerne mal was in die Kommentare schreiben dazu. Und auch vor allem diese Maske sieht richtig cool aus. Immer richtig gut.
So, dann wären wir auch schon wieder durch. Mehr gibt es über die Figur eigentlich nicht zu erzählen. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr den Soul Crusher findet. Ob euch die Figur gefällt. Wie gesagt, gerne Infos über den Charakter. Da ich über ihn nichts weiß, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.